Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Doom and Destiny. Ah, okay. Okay, ich wollte gerade sagen, da geht's überall lang. Ah, hier ist, ich dachte, das ist so ein offener Bereich, aber nee, da ist nur ein Turm. Muss ich aber trotzdem gucken, ob hier noch irgendwas ist. Damals die Musik plötzlich wirkt mir aber so bedrohlich. Zwei Eingänge. Ein Giga-Ork, ein schwarzer... Oh, das sind Drachen! Guck mal, dass wir dich loswerden. Oh ja, die haben's drauf. Fehlt die Animation. Ich weiß nicht, was dieser Ork kann, aber ich will, dass der nicht als nächstes dran ist. Aha. Irgendwie wirkt er jetzt nicht mehr so gefährlich auf mich. Trotzdem würde ich gerne alle heilen. Leg ihn um. Alles halbierter Schaden für Nahkämpfer. Schon komisch. Ist das denn ihre Spezialeigenschaft? Yay, Nigel ist höher. Nigel wird bald maximale Macht haben. P werden langsam weniger. Mal hier. Ich glaube, das waren alle Sachen, die noch geplant waren im Spiel. Wo bin ich? Da unten. Es sind aber verdammt viele. Okay. Zweimal Okubus. Okubi... bei Okubi eigentlich. Oh. Eine Eiswand.
Hier betäuben. Was willst du mit betäuben? Das würde ich gern wissen. Oh, nicht gut. Naja, passt. Ein Sumpfmilchwurm. Machen wir mal ein bisschen Erde. Also, ob das wirkt. Ich hab schon Angst gehabt, das heilt die. Ja, diese Faust, die hatten wir auch mal. So, ein Wirbler. Mist, der lebt noch. Jetzt müsste er tot sein. Gut. Er kann den auch. Den kriege ich auf jeden Fall. Der ist auch tot. Und oh, natürlich ein Crit. Wasserration. Bin überrascht, wie wenig Cola ich eigentlich noch habe. Obwohl, so wenig ist es gar nicht, aber trotzdem. Noch ein bisschen früh, um in Panik zu geraten. Hoppla. Musste nach oben. Also das kann schon sehr verwirrend sein, glaube ich. Giga-Ork, Giga-Orks. Tödliche Windwürmer. Ja, ist ausgewiesen. Warum mein? Eiswand! Mist, er ist ausgewiesen. Gut, so verteilt sich das wenigstens schön. Wenn sich das verteilt, ist es okay. Runde. Wirbel. Wenn ich den Zwinkerschlag nehme. Kann es reichen. Eis.
Frisst Dreck! Du auch! Oh, genau 69. Ich bin echt so froh, dass ich so viel gekauft habe. Ich bin mir so sicher, dass hier eigentlich eine Geschichte geplant war an dieser Stelle. Deshalb auch die ganzen Bücher da. Was hier passiert ist. Das ist ja eigentlich ein versunkener Turm, zumindest kommt es mir so vor. Ja, es wäre so schön gewesen. Das zu designen war bestimmt ganz angenehm hier. Bin ich da? Okay, da rechts ist irgendwas. Oder ist es links? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt wird's interessant. Gehen wir erstmal hier runter. Das ist offen, da geht's auch nicht, oder? Nee. Ich habe schon eine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Ah, Gigaskelette. Was die so drauf haben. Oh, ja, diese blöden Angriffe. Es solltest du ausweichen. Idiot. Die Phönixfedern würde ich mir lieber aufheben noch. Weil ich glaube, die machen einen richtig voll. Eis. Wenn die Welt erfriert. Oder geht die trotzdem auf Johnny? Oh, gut, dass ich ihn wiederbelebt habe. Holen wir Johnny. Ah, jetzt habe ich es gehabt. Bevor der dran ist. So, wirbeln wir mal rum. Ist okay. Und wieder. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Wirbel rum. Mhm. Schön, dass ich wirklich alles finde, bloß eigentlich nicht diese blöden Ring-Erweiterungen. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier hoch und runter.
Alles Giga-Skelett, oder? Ein Giga-Orkobus, ein Orkobus muss weg. Gut, das sollst du jetzt überleben. Eis. Turtle Power. Komisch, wenn Skelette fluten können, oder? Oh Mist, das Spiel lebt noch. Spaghetti-Monster, so muss ich persönlich eher dran denken, dass die irgendwie klebrig sind. Nee. Machen wir den. War erwischt. Wieder schmettern. Und jetzt spürst du meinen harten Schläger. Ja, zwei Level. Oh, da kommt noch viel. Nee, kein Banino sicher nicht. Gehen wir erstmal geradeaus. Und dann gehen wir da in der Mitte hoch. Ist das ein Geheimnis? Nö. Nur was, was man optional mitnehmen kann. Schade. Da ist auch so ein Riss in der Wand, da kommt man aber nicht hin. Als der Wind. Irgendwer nicht. Kommt der Bauer mit ausgerechnet der Welt aus? Eiswand. Achso, ein Fancy ist jetzt erwischt. Oh, gut. Ich bin nächstes Mal auf jeden Fall tot.
Eiswahn! Eure Armee schrumpft. Oh Mist. Ach mal, das war der Doppelangriff. Okay. Das war nicht sehr nützlich. Doch, eigentlich schon. Denn Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen. Wenn die Fliesen plötzlich an der Stelle anders aussehen, denke ich immer, dass irgendwas passiert, wenn man drauf tritt. Was zur Hölle bist du? Oh nein! All das Wissen, all diese Schriften, uralten Papiere, Bücher. Ich kann kaum beschreiben, wie sehr ich Bücher liebe. Vielleicht. Vielleicht sollte ich darüber singen. Geister greifen dich bestimmt gleich an. Erzähl mir nicht, dass diese Ungeheuer deine Band sind. Was? Oh oh. Auch noch drei von den Schweinen. Oh nee. Das ist ja. Ah! Das sind auch noch drei davon. Wieso hilft mir dieser Kackgeist eigentlich nie? Ist das, was ich befürchtet habe, dass ich irgendwann mal zwei von denen habe. Oh, vielleicht kann ich einschläfern. Glaube ich zwar fast nicht, aber. Ah, ich glaube nicht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie mich jetzt fertig machen. Natürlich gehen jetzt alle wieder auf denselben. Ich bin ein bisschen verwirrt, die sind schwächer als normalerweise. Sind echt schwächer. Warte mal, wenn wir auf Pokémon denken, sind das Geister. Geister sind schwach gegen Boden. Erdschlag! Er geht auf Johnny, das ist okay. Und noch mal Eis. Ja, warte mal.
nicht die Zeit sparen will, will ich das Palino jetzt rausholen. Und jetzt den Zwinkerschlag machen. Ich krieg das Vieh tatsächlich auch so grad weg. Nach und nach. Wieder auf Mike. Mal weiter so. Die erhöhte Geschwindigkeit zahlt sich aus. Reicht wenigstens einmal aus. Danke. Es ist lustig, dass ich die Zwerge finde, die ich gar nicht suche. Aber alles andere nicht. Ich glaube, dann bin ich auch einmal rum so ziemlich. Die extreme Geschwindigkeit macht halt einen Unterschied. Konzentrieren ist jetzt einfach auf einen. So wie die das machen. Und der holt sich jetzt gleich einen Trank. Kann er beim nächsten Mal auch wieder heilen. Zwinkerschlag ist halt echt super. Ja, das war der erste. So. Muss reichen. Schwein.